Moin. Jo, ja, mit diesem Video startet heute eine 10-teilige Videoreihe, die sich thematisch um empfehlenswerte Taschenmesser bis 100 € dreht, also eine Top-10-Auflistung. Ich hatte vor kurzem zu dieser Reihe schon ein Infovideo veröffentlicht. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Bei Interesse einfach mal reinschauen. Ebenso findet ihr auch einen Link zu einer Playlist, in welcher zukünftig alle nachfolgenden Teile dieser Top 10-Reihe zu finden sind. Und ich verlinke euch die Kanäle der anderen YouTuber, die bei diesem Projekt mitgewirkt haben. Eine Allgemeingültigkeit besitzt diese Aufzählung, diese Top-10-Reihe natürlich nicht, sondern die ist das Ergebnis einer Umfrage, die in der Pirate Ship-Gruppe auf Facebook stattfand. Klappmesser, die knapp den Einzug diesmal in die Top-10 verpasst haben, waren unter anderem das Spyderco Tenacious, das Buck 112, das Ontario Red One, das Otter Ankermesser, das Real Steel H6, das Cold Steel ProLite und auch das Boecker Excalibur 1. Diese Modelle haben es meiner Meinung nach aber allesamt verdient, dass man sie hier nochmals erwähnt. Am Ende des Videos, und jenes wird sich auch in den Videos der anderen Top-10-Vorstellungen wiederfinden, wird es noch eine oder auch mehrere Taschenmesserempfehlungen ehrenhalber geben. Also Messer, die wir persönlich für hochtauglich halten, im Bereich der Klappmesser bis 100 €, die es jedoch nicht unter die diesmaligen Top-10 geschafft haben. Wer mag, lässt in den Kommis diesbezüglich gern sein Feedback da, also welche Messermodelle seiner Meinung nach in solch eine Top-10-Reihe reingehören. Bevor ich nun mit dem 10. Platz der eigentlichen Vorstellung beginne, also mit dem Kershaw Blur, möchte ich mich noch kurz beim Jan-Erik bedanken, denn bis auf mein eigenes Modell, das ihr hier in meiner Hand ruhen seht, sind das alles Blur-Modelle, die eine Leihgabe darstellen von Jan-Erik. Jan-Erik, vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen, dass du mir die Messer mal rumgesendet hast. Große Klasse von dir. Ich muss gestehen, dass ich von Anfang an darum bat, also bei den anderen Jungs, dieses Modell, das Kershaw Blur, vorstellen zu dürfen. Meine Zuneigung zu diesem Messer, und auch meine Begeisterung dafür, die ist seit Jahren ungebrochen, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das nochmal ändern wird. Für mich ist das Kershaw Blur nicht nur optisch absolut gelungen, sondern es funktioniert als Daily Worker, als Arbeitsmesser einfach vorzüglich. Das Design stammt vom hawaiianischen Messermacher Ken Onion, und 2004 wurde bei Kershaw Knives nach dem Vorbild der gleichnamigen Kastenversion das Erfolgsmodell Blur in Serie produziert, und das hält bis heute an. Die Firma Kershaw wurde 1974 von Pete Kershaw gegründet, und Ken Onion war viele Jahre dort als Chefdesigner tätig. Unter anderem führte er in den Messerserienbereich den von ihm entwickelten SpeedSafe Assisted Opener ein. Diese Öffnungshilfe funktioniert über eine in der Griffschale integrierte Stahlfeder, und die sorgt dafür, dass die Klinge stets mit viel Autorität aus dem Heft gefeuert wird. Ich selbst habe diese Feder bei meinen Blurs immer ausgebaut, da mir ein manueller Klinglauf lieber ist. Aber für Freunde solcher Öffnungsmöglichkeiten dürfte das wohl eines der besten Systeme am Markt sein. Wobei hier erwähnt werden muss, dass über die Jahre der Nutzung eine solche Feder auch mal brechen kann. Das ist mir mit meinem Kershaw League auch schon passiert. Zum Glück funktionierte damals der Servicekontakt über Kai USA Erstklassig, und nach einigen Wochen hatte ich passenden Ersatz bekommen.
Kershaw gehört neben Firmen wie Böker, wie Spyderco, Fox Knives, Viper, Technocut und zum Beispiel CRKT zu jenen Messerfirmen, die sehr häufig zusammenarbeiten mit bekannten Messermachern, anstrebten und auch umsetzten. Ken Onion war bei Kershaw lange Zeit diesbezüglich die Nummer 1, also in den späten 90ern bis ins Jahr 2008. Aktuell sind es eher die Designs von Rick Hinderer, die immer wieder für frischen Wind bei Kershaw sorgen. Sehr erfolgreich ist aber auch die Zusammenarbeit mit Ernest Emerson, die für eine riesige Fülle an Emerson Designs im Kershaw Sortiment sorgte. Und diese Liste lässt sich noch um viele, viele Messermacher ergänzen, wie zum Beispiel Dimitri Sinkevich, Elmar, Todd Rexford, R.J. Martin, das Hawk Team, Jens Anzo, Les George oder auch Lee Williams. Für mich sind diese Zusammenarbeiten einer der Gründe, warum ich ein großer Fan dieser Marke bin. Zusätzlich gefällt mir natürlich auch, dass man dort oftmals klasse Messer zu erschwinglichen Preisen bekommen kann. Kershaw hat auch immer wieder innovative Wege aufgezeigt, indem sie zum Beispiel Hybridstähle, also eine Komposition aus zwei verschiedenen Stählen, die miteinander verlötet wurden, auf den Markt gebracht haben. Und was ja auch nicht unwichtig ist, die Qualität ihrer Produkte, die überzeugt oftmals einfach in jeglicher Art und Weise. Und was die Qualität der US-Fertigung angeht, da ist das Blur für mich ein absolutes Paradebeispiel. Ken Onion fertigt mittlerweile seit ungefähr 30 Jahren Messer. Und nimmt man ein Blur-Serienmodell in die Hand, das in den Staaten in Oregon gefertigt wurde, dann kann man den Eindruck bekommen, dass das Ken Onion persönlich da immer wieder ein Auge drauf hat, dass diese Modelle sauber eingestellt die Werkshallen von Kershaw verlassen. Ganz klar, beim Blur handelt es sich um ein Messer, das tausendfach produziert wurde und bei welchem es natürlich auch negative Ausreißer in der Fertigung gibt. Aber insgesamt ist dieses Messer ein Top-Garant für ein erstklassig verarbeitetes Taschenmesser. Und obwohl es mittlerweile 15 Jahre auf dem Buckel hat, muss es sich meiner Meinung nach nicht hinter modernen Klappern wie zum Beispiel dem Backlash von Civivi verstecken. Ken Onion hat hier ein zeitloses wie stimmiges Design erschaffen, das hoffentlich auch in Zukunft nie von Seiten Kershaws eingestellt wird in der Produktion. Das Blur hat eine Gesamtlänge von nicht ganz 20 cm, die Klinglänge beträgt davon 8,5 cm, wovon auch ebenso viele Zentimeter in einer Drop-Point-Recurve-Klinge ausgeschliffen sind. Hier finden sich im Recurve-Bereich Serrations, da gibt es mannigfaltige Variationen im Kershaw-Blur-Programm. Für manche ist eine Recurve-Klinge ein Dealbreaker an einem Messer, kann ich bezüglich meiner Erfahrung nicht sagen. Ich mag diese Klingform optisch und auch in der Benutzung kann ich da keinen Nachteil festmachen. Es sei denn, man schärft solch eine Klinge auf einem Bankstein, dann sieht das zu Recht anders aus und man lernt Recurve-Klingen wirklich im Nu schnell zu verfluchen. Die Anschliffart selbst, ob jetzt flach geschliffen oder hohl geschliffen, das variiert auch von Modell zu Modell beim Blur. Da hat man also immer eine gewisse Auswahl. 3 mm beträgt die Klingenstärke dieses Messermodells. Das verleiht der Klinge ausreichend Stabilität. Als Klingenstahl findet man in der Standardversion den 14C28 Sandvik, aber auch S30V ist zu haben, wie auch immer wieder andere Stähle in Sonderauflagen.
Die Arretierung der Klinge übernimmt ein 1,3 mm starker Linerlock. Der macht für gewöhnlich blitzsauber zu beim Blur, ist in seiner Struktur aber nicht flächendeckend zur gesamten Griffschale. Das bedeutet, wir haben hier einen reduziert eingefügten Stahlliner. Beidseitig haben wir erstklassig gefertigte und gefinischte Aluminiumgriffschalen, die mit sogenannten TrackTech-Einlagen versehen wurden. Diese Einlagen erhöhen die Griffigkeit und können durchaus als grob bezeichnet werden. Das kann also absolut ein Punkt sein, den man am Blur nicht mag. Ich selbst habe damit keine Probleme. Verschraubung des Griffes erfolgt über 8er und 6er Torx. Man kann das Messer also leicht auseinandernehmen, demontieren. Und gelagert ist die Klinge auf Bronzewaschern. Und baut man die Feder aus, dann hat man durchaus Freude am sauber definierten und spielfreien Lauf. Dafür sorgt dann auch der optisch ungewöhnliche Daumenheber, Daumenpin, der in seiner schräg verlaufenden Form zwar nicht der schönste sein mag, der aber als Öffnungshilfe für die Klinge großartig funktioniert, auch in Verbindung mit dem SpeedSafe-Mechanismus. Der Edelstahlclip ist recht lang bemessen, baut aber nicht besonders hoch auf und verrichtet einen brauchbaren Dienst. Bei breiteren Hosensäumen muss man aber manchmal mit etwas Druck nachhelfen, dass der Clip sich gut drüber fädelt. Und leider sind die zwei vorhandenen Tragepositionen nur für Rechtshänder vorgesehen. Einer der Gründe, warum mir persönlich das Blur so gut gefällt, ist ganz sicher die vorhandene Ergonomie. Das Blur bettet sich beinahe perfekt in meine Hand. Und ein sicheres wie führiges Griffgefühl ist für mich beinahe so wichtig wie eine schneidfreudige Klinge und eine gewisse Grundstabilität. Wenn das alles zusammenkommt, plus eine Optik, die mich anspricht, dann spreche ich gerne von einem Home Run. Und da gehört das Blur eindeutig für mich dazu. Das ist eindeutig ein Home Run Messer. Preislich bewegen wir uns in Deutschland da recht nah an der 100-Euro-Grenze. Je nachdem, wo man da guckt und was für ein Modell das ist, kann man da auch schnell mal drüber sein. Aber die Standardversion mit den 14C28N, die sollte für gewöhnlich für 80, 90 Euro im Netz zu finden sein. Also zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem dieses Video jetzt hier aufgenommen wird. Neben Modellen wie dem Paramilitary 2 von Spyderco und dem Benchmade Griptilian gehört das Kershaw Blur für mich zu absoluten Klassikern der modernen US-Taschenmessern und sollte von Messerfans definitiv mal ausgecheckt werden. Hat man sich dann aber entschieden, sich einen Blur zuzulegen, dann könnte es dennoch schwierig werden, denn über die Jahre hat Kershaw eine enorme Palette an Blur-Modellen aufgelegt. Ich meine, über 60 verschiedene Versionen sind das mittlerweile. Wer da die genaue Zahl kennt, bitte gerne in den Kommis zu Wort melden. Man muss sich da also erstmal für ein bestimmtes Modell entscheiden. Und das ist aufgrund der Grifffarbengestaltungen und der verschiedenen Klingformen wie auch der Endverarbeitung derselbigen gar nicht so einfach. Da gibt es dann auch noch Spezialmodelle, wie zum Beispiel ein Kershaw Blur Rettungsmesser mit abgerundeter Klingenspitze und mit einem Glasbrecher integriert in die Griffschale. Gibt aber natürlich noch seltenere Modelle, wie dieses Stück hier. Das hat eine Kompositklinge aus ZDP 189 und Sandvik Stahl. Irres Teil und das ist schon lang nicht mehr zu beziehen und unter Sammlern hoch begehrt.
Jo, und das war's dann im Grunde auch soweit. Das war jetzt der erste Teil dieser Top-10-Reihe. Ich hoffe, ich konnte euch das Kershaw Blur etwas näher bringen und euch aufzeigen, vermitteln, warum es dieses Messer in die Top-10 schaffen konnte. Abschließen möchte ich nun mit einem Messer, dass eine persönliche Empfehlung von mir darstellt, halt das Messer, die Empfehlung ehrenhalber. Das ist natürlich auch ein Messer, das unter 100 Euro kostet und das in meinen Augen ein spitzenmäßiger Stachel ist, nämlich das Tangram Santa Fe, gefertigt von Kaiser Knives. Solch ein formschönes wie brauchbares Taschenmesser in einem Preisrahmen von weit unter 50 Euro findet man wahrlich nicht an jeder Ecke. Und dank unserem Christoph habe ich ein solches Modell. Christoph, vielen Dank dafür nochmal. Und es bereitet mir tatsächlich jedes Mal Freude, wenn ich es in die Hand nehme, wenn ich es benutze. Das bekommt eine ganz, ganz klare Empfehlung von mir, das Tangram Santa Fe. Das war's aber jetzt wirklich. Wer dran geblieben ist, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne, wenn ihr mögt, ein Feedback da. Und ich verbleibe wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.